Das war jetzt echt creepy. Das ist einfach mega geworden. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute bei meinem Freund, beziehungsweise das ganze Wochenende. Und da dieses Wochenende ein bisschen was ansteht, habe ich Das war jetzt echt creepy. Habe ich mir gedacht, dass ich eventuell vielleicht einen Vlog drehen könnte, mal so übers Wochenende, so Follow Me Around, habe ich glaube ich noch nie gemacht, einfach mal so ein Wochenende mitgefilmt. Und ja, heute steht an, wir fahren in meinen Salon, wo ich arbeite, Ausbildung mache. Meine Chefin hat schon eine ganze Weile keine Haarverlängerung gemacht und bei uns gibt es nur einen, die das macht. Und die ist nächstes Jahr aber erstmal eine Weile nicht da und meine Chefin übernimmt ihre Kunden quasi und sie will davor nochmal eine ordentliche Haarverlängerung geübt haben. Das heißt, wir haben die Tage Vorbereitung getroffen und heute bekomme ich quasi eine Haarverlängerung mit Tape-In-Extensions von VP Fashion. Wird auch erstmal eine übelste Umgewöhnung, weil ich hatte ja schon mal Extensions, aber es waren Clip-Ins und die habe ich auch immer rausgemacht. Also muss ich auch erstmal gucken, wie ich damit schlafe, mal schauen. Und morgen ist Adventslauf, halb joggen mit der ganzen Stadt. Ja, los geht's. So, wir sind jetzt zurück. Ja, es ist einfach mega geworden. Es ist nur ein kleiner Farbunterschied, weil die Extensions beim Einfärben ein bisschen gelb waren und meine Haare sind natürlich weiß. Deswegen muss ich das mal noch irgendwie ausgleichen die nächsten Tage. Ich blende euch einfach hier mal ein paar Bilder ein. Meine Chefin hat das ganz, ganz toll gemacht und ich freue mich total. Jetzt sind wir wieder zurück zu Hause und machen einen kleinen Kartoffelauflauf. So, guten Morgen Leute, es ist Sonntag und heute geht's zum Adventslauf. Sorry, dass ich gestern nicht mehr so viel gefilmt habe, aber wir haben eigentlich nur noch Videos geguckt und Videos geschnitten. Klopapier. Und naja, also ich wollte eigentlich Videos schneiden, aber dann hat sich mein Laptop wieder dazu entschlossen, oh, ich mache jetzt Updates und wir fahren dann gleich zu mir. Übrigens ist mein Beach Cosmetics Pinsel sind angekommen. Ich hab mir dieses hier bestellt. Und schaut mal, die Uhr ist auch voll geil. Die war einfach als Geschenk bei Yves Rocher dabei. Mega geil. Ich habe die Nacht mit geflochtenen Zopf geschlafen. Das macht sich einfach am allerbesten. Mit offenen Zopf ist das ein bisschen schwieriger. Aber ja. Wir machen uns alle schon ordentlich warm. So, wir haben es jetzt geschafft. Mama und ich sind 3 Kilometer gelaufen, sind aber durchgerannt und mein Freund und alle vom Boxen und mein Papa, die sind 9 Kilometer gelaufen. Wir sind jetzt fertig, essen noch ein bisschen Kuchen und haben Tee getrunken und dann geht's auch schon gleich nach Hause. So Leute, ich habe nur noch 1% Akku, aber es hat so geschneit. Das sieht man gar nicht. Oder? Und ich kann meinen Blitz nicht anmachen, das ist doch doof. Yay! Und es schneit immer noch. So schön. So,
meine Lieben, es ist mittlerweile schon Montag nach der Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Was mich mal interessieren würde, habt ihr auch schon mal Extensions getragen und waren das dann auch Tape-Ins oder Clip-Ins? Ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Mein größtes Problem ist eigentlich der Übergang. Wenn ich den eine Weile nicht gekämmt habe, oh mein Gott, sieht das schrecklich aus. Ich meine, guckt mal hier. Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich sagen, eine wunderschöne Woche. Und zwar bis nächsten Sonntag um 10 Uhr. Wir sehen uns. Bye.